Ich freue mich riesig, euch heute dieses wunderbare Gespräch schenken zu dürfen mit meiner wunderbaren Freundin und Seelenpartnerin Marion Wilting. Sie hat so viel Wissen und hat mich so gut unterstützt im letzten halben Jahr, als es mir nicht so gut ging, als ich eine echt verrückte Diagnose bekam, wo ich dachte, das kann doch mir nie passieren. Ich, die mich so gesund ernährt hat, jahrelang vegetarisch, teilweise vegan, Vollwert, Bio. Und trotzdem habe ich letztes Jahr im September eine nicht so schöne Diagnose von meinem Hausarzt bekommen, die ich im Grunde vermeiden wollte. Aber letztendlich, tja, musste ich durch dieses Tief durch, damit ich euch heute auch dieses Wissen präsentieren darf und freue mich so sehr auf diese neue Reihe im Gespräch mit. Und heute starten wir. Viel Freude dabei und ich war ganz schön so, kennt ihr das, so freudig aufgeregt, weil ich habe mich so auf dieses Gespräch mit Marion gefreut. Endlich haben wir es geschafft, den Termin zu finden. Ich bin sehr beschäftigt. Wir hatten lange Zeit keinen Termin gefunden. Und nun haben wir ihn gehabt am Donnerstag, nee, am Freitag. Und heute zeige ich dir, um was es geht und was ich erfahren habe und gelernt habe und was mich echt geflasht hat. Viel Spaß dabei und bis gleich im Interview. So, liebe Marion, herzlich willkommen. Ich bin total nervös, habe ich gerade schon gesagt, gell? Oh. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Ihr lieben Follower, ihr wunderbaren Menschen da draußen, die mich schon lange kennen und auf meinen YouTube-Kanal folgen. Ich habe ja euch schon angekündigt, es kommt was Neues und das Neue ist hier Marion, meine langjährige, wunderbare Freundin aus Rede, wo ich mal lange gewohnt habe und auch verheiratet war. Ja, ist schon lange her, gell? Lange her. Zeiten gehen rum, genau wie nix. Von Rede bin ich weg im Jahr 13 und und ich bin hin nach Rede im Jahr 2002, glaube ich, gell? Nee, 2001 schon. Eins, stimmt. Durch einen besonderen Umstand, wo wir später mal sprechen werden. Das machen wir heute nicht. Genau, heute machen wir nämlich was anderes. Ich habe einen Plan hier, gell? Ich brauche einen Plan. Ja. Ja, ich brauche einen Plan. Und ich vergesse die Hälfte. Und ich verzettel wir uns von Hölzke auf Stöpfchen. Also, genau. Marion, meine wunderbare Freundin, 25 Jahre, genau. Hast du mir vor kurzem gesagt, gell? Hätte man Jubiläum? Genau, Silberjubiläum. Hätte man nicht die 10 Jahre nicht ganz so viel Kontakt gehabt, gell? Stell dich einfach mal vor, mich kenne ja schon viele, aber stell du dich mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, einfach mal, sag mal, wer du bist. Genau, also ich bin die Marion, ich komme ursprünglich aus Freiburg. Also das heißt, wir haben hier Württemberg und Baden vertreten. Und auch ja, Baden. Inzwischen auch Baden, gell? Also jetzt auch Baden. Genau, du bist übergelaufen. Übergelaufen, ja. Genau. Ja, und ich habe ursprünglich mal ganz was anderes gemacht. Ich habe Sprachen studiert und bin dann über den Umweg der Medizingeschichte eigentlich im Bereich Gesundheit und Ernährung gelandet. Und seit jetzt fast, ja, eigentlich auch fast so lange, wie wir uns kennen, seit fast 25 Jahren, bin ich im Bereich Ernährung unterwegs. Ich habe dann Fortbildungen gemacht als Ernährungsberaterin, sogar noch einen Fitnesstrainerschein gemacht und zuletzt dann eine Ausbildung als Gesundheitscoach, so ganzheitlicher, mehr so paleo-orientierter Gesundheitscoach. Und nebenbei bin ich noch Fantasy-Autorin. Ja, das finde ich besonders gut. Das kommt zum Berufungsthema später auch mal irgendwann immer. Genau. Im Talk, genau. Das hat jetzt in diesem Moment, in diesem Talk nicht so viel zu suchen, aber ja, genau. Das ist halt so. Wir haben noch einiges vor. Genau. Ja, also du bist total vielseitig orientiert. Im Grunde bist du so genauso wie ich, dass immer sehr ähnlich, auch Seelenverwandtschaft, kann ich ja sagen, haben wir von Anfang an schon gehabt. Genau. Weil wir beide sehr vielseitig sind, aber auch unsere Kindheit eines erlebt haben. Ganz genau, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und ich habe das auch schon gemerkt, wir haben ja 2001, haben wir ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate eine WG gehabt im Prinzip. Ja. Und das war schon klasse und da sind wir uns auch sehr nahe gekommen, würde ich sagen. Und ich finde das schön, dass wir das jetzt auch wieder aufgewärmt haben sozusagen nach der langen Trennung. Ich bin da total froh. Ja, ich auch. Ich könnte jeden Tag, also ich weiß nicht, bin ich auf dich zu oder bist du auf mich oder wer hat es denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwann hat es plötzlich angefangen, dass wir angefangen haben, wieder zu schreiben, uns Nachrichten zu schicken. Dann haben wir einmal lange telefoniert und ja, so kam es dann.
bekamst. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich ja letztes Jahr einen ziemlich heißen Streifen gefahren habe, was meine Gesundheit anbelangte. Genau. Ja, es war ja so. Ich meine, stelle ich mir an, warte mal, nee, ich stelle mich mal kurz vor. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht meinen Dualseelenkanal kennt, das, bevor ich, guck mal, ich bin schon wieder am nächsten, ich brauche das Konzept wieder. Also tatsächlich, da heißt es Helga-Vorstellung. Ja, genau, hätte ich mir vergessen. Also, du hast dir vorgestellt, jetzt mache ich es. Nämlich Helga Rauchschendel, steht ja auch da. Und ich bin bisher so mehr in dem Bereich Coaching tätig gewesen, hauptsächlich letzten 12 Jahre, da ich vor ziemlich genau 12 Jahre meiner Dualseele begegnet bin. Und das war ein Hammerritt, den ich da hatte mit ihm, mit diesem Mann. Bis heute übrigens, gell, das ist ja so das Auf und Ab hin und her immer wieder. Und da bin ich in die Berufungsarbeit reingeführt worden und habe seitdem diesen Kanal aufgebaut, der erst Dualseelenliebe hieß, dann Dualseelenmeisterschaft. Und dann habe ich immer gesagt, naja, es ist mal zu eng gestrickt. Ich will aus diesem reinen Coaching raus, will mehr auch so Interviews machen oder aus Talks besser gesagt, irgendwie mit Menschen mich verknüpfen. Ich nenne meinen Kanal einfach mal um in bewusstes Erwachtes sein, weil darum geht es ja schließlich. Wir wollen ja alle mehr bewusster werden, aufwachen. Und so einen Aufwachprozess habe ich sozusagen auch letztes Jahr und dieses Jahr, besonders dieses Jahr gehabt, weil ich habe mich immer meiner Ansicht nach gesund ernährt, war schon lange vegetarisch unterwegs. Und ja, vor allem vegetarisch, dann teilweise sogar vegan, dachte ja, da bist du noch genauer, da ist es nur noch Linsen und Spätzle, gut, und Spätzle nicht, aber eher Linsennudeln, Kichererbsennudeln und was weiß ich, was ich alles vergessen habe letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und ich habe es nicht gut vertragen. Ich bekam davon Histamin zu viel ins Blut, da bekam ich alle möglichen komischen Phänomene. Das Schlimmste aber, was ich hatte, war, dass mein Arzt mir im September eröffnete, tja, Sie stehen kurz vor Diabetes. Haben Sie das gewusst? Sage ich, nee, nicht unbedingt, weil ich ja nämlich gesund. Ja, hat er gesagt, aber die Werte sagen eindeutig anderes. Der Cholesterin zu hoch. Ja, habe ich ja gewusst, gell? Der ist immer gestiegen ab dem Jahr 2000 und warte mal, 20, in 4 oder 3 Jahren, nee, 5 Jahren, 19 waren noch optimal, bei ungefähr 190 mein Cholesterin, mein Blutzucker bei 5,0 HbA1, also perfekt. Und jetzt im September letztes Jahr 5,8 HbA1, also schlecht Blutzucker und Cholesterin kurz vor 300, nämlich 288. Ich bin ja schon übergekippt, gell? Und ja, kennst wahrscheinlich solche Sachen, gell? Dass man Ja, so ein höre ich da. nicht zum ersten Mal. Und vor allem in den Wechseljahren, weil ich ja in den Wechseljahren, da beginnt ja viel sich zu verändern. Und weil ich das wusste, habe ich ja besonders auf diese gesunde Ernährung geachtet. Viel Obst, Gemüse, Vollkorngetreide Bio, aber halt kein Fleisch, wenig Fisch und eigentlich auch keine Eier und so weiter. Und Käse nur ganz klein bisschen. Das ist ja sonst weg im Fett und so, gell? Man nimmt ja schon zu. Gut, okay. Und der Arzt sagt zu mir, besser wäre Keto. Ich denke, was? Ah, Fleisch essen? Fisch essen? Naja, mach erstmal Fisch, sagt mein Fisch. Der Busch, Fisch geht ja. Und vor allem mehr Eier, mehr Fett und weniger Kohlenhydrat. Ich denke, oh, liebst bisschen. Kennst du auch, gell? Ja, und ich habe mich gewundert. Ich habe ja schon sowas geahnt, dass sich da was ändern muss, weil ich bin ja sehr hellfühlig und ich wusste, mir schmeckt das süße Obst immer so, die Kirschen immer so. Die Mirabelle im Herbst konnte ich kaum essen, obwohl ich sie liebe. Ich habe schon Ja. gemerkt, der Körper will schon gar nicht mehr so viel Zucker. Und ich habe auch angefangen, schon im August letzten Jahres den Zucker so auf null zu reduzieren. Also einfach nicht mehr so essen, kein Zucker mehr in meinen Tee rein. Wenn ich was gemacht habe, war es halt Erythrit, das ich genommen habe. Also wenn ich was genommen habe. Oder am besten halt gar nicht. Was ich halt noch nicht gemacht hatte, ich hatte noch nicht die Kohlenhydrate reduziert, sondern weiterhin Kartoffeln jeden Abend in meinem Gemüse drin. Halt Gemüse und viel Kartoffeln, gell? Oder halt Nudeln oder halt Brot morgens, Vollkorn, bestes Vollkornbrot. Tja, aber meine Werte waren von Mai, wo sie noch nicht so hoch waren, im September noch schlechter. Trotz der ab August schon verbesserten Ernährung. Also habe ich mir gesagt, gut, es muss wohl sein. Und so kam ich dann zur Low-Carb-Ernährung ja schon mal. Und das machst du ja, glaube ich, schon lange, Marion, gell? Ich mache das schon lange, genau. Erzähl mal, wie kamst du hin? Bei mir war es ja meine Diagnose, was war bei dir?
der Anfang? Der Anfang bei mir war, dass ich mich ja mit dem Klaus, also meinem Mann, schon lange mit Ernährung beschäftigt hatte. Wir haben auch viele Seminare gegeben, Ernährungsworkshops. Und wir haben uns natürlich immer weiterentwickelt und geguckt, was ist so die neueste Forschung und was hat man inzwischen so rausgefunden, was wirklich gut ist. Und wir haben eigentlich schon Anfang der 2000er, habe ich zum ersten Mal das Buch gelesen, Syndrom X oder ein Mammut auf den Teller. Und habe dann angefangen, mich überhaupt mit Paleo-Ernährung zu beschäftigen. Was ist eigentlich so evolutionär gut für uns? Und da war mir schon auch klar, okay, Kohlenhydrate sind nicht die allerbeste Idee. Und ja, ne? Dann habe ich 2007 selber eine Diagnose gekriegt, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe, was für mich sehr vieles geklärt hat, weil bis dahin war mir eigentlich nach jedem Essen schlecht. Und seit ich dann kein Gluten mehr gegessen habe, ging es mir richtig gut. Da habe ich war total begeistert. Aber ich muss halt leider sagen, ich war immer noch, naja, ich backe gern. Ne? Mein Großvater mütterlicherseits war Konditor und irgendwie, keine Ahnung, genetisch veranlagt, backe ich halt einfach gern und da lässt man halt schon ungern irgendwie das Getreide los. Oh ja. Aber ich habe extreme Wechseljahrsbeschwerden gehabt und habe dann irgendwann halt einsehen dürfen, als ich dann auch die Ausbildung gemacht habe zu diesem Primal Health Coach, dass wirklich Kohlenhydrate eine echt blöde Idee sind. Wir sind einfach evolutionär nicht dafür gemacht, große Mengen an Kohlenhydraten zu futtern. Das habe ich dann richtig verinnerlicht und ab 2020, da habe ich dann einen richtigen Keto-Reset gemacht, habe mich also wirklich 3, 4 Monate strikt Keto ernährt, war auch in Ketose, ich habe das gemessen, ich hatte richtig schönen Ketone im Blut, habe mich genial gut gefühlt. Und seitdem habe ich wirklich konsequent Getreide weggelassen. Ich esse ab und an mal ein klein bisschen Reis oder ein Kartoffelchen, aber meistens eigentlich gar nicht. Und wenn ich das wirklich durchhalte, geht es mir top. Muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach top. Und man hat auch kein Verlangen mehr, kein Heißhunger mehr irgendwie auf Kohlenhydrate. Das kann ich bestätigen, ja. Also mein Genau. Lieb, also lieb auf irgendwas, ich brauche, oder diese Blutzucker-Unterzuckerung, wo ich dann kaum noch heimkam und oh, hoffentlich kriege ich schnell was zwischen die Kiemen quasi. Ja, ganz genau, das kenne Habe ich ich auch. auch. Und ich habe das auch, ich habe auch sehr früh angefangen, keinen Zucker mehr zu essen. Ich bin auch nicht sehr süß orientiert, deswegen ist mir das nicht so sehr schwer gefallen. Es hat aber nichts genützt, genau wie bei dir, ne? Es hat nichts genützt. Ich habe einfach weiter Heißhunger auf Kohlenhydrate gehabt. Ja, weil die waren ja auch ein Zuckerverstoffwechsel, logischerweise. Genau, das ist genau das Problem. Du hast einfach immer diesen Insulinpegel, diesen erhöhten Insulinpegel. Und in dem Moment, wo der Zucker im Blut dann absinkt, hast du immer noch Insulin im Blut und brauchst den nächsten Nachschub. Und da werde ich richtig, also da werde ich richtig, also da werde ich ganz schlimm. Also wenn ich das habe, dann muss man mir aus dem Weg gehen. Ich sag mal, ich kenne das, dann alles hinweg, wenn ich so in diesem Unterzucker war, dann war die Oh Bude. ja. Ja. Dann ist die Kenne Welt. ich. Kennst du genau. Wobei, mein Zuckerentzug fiel mir nicht leicht. Als ich das gemacht habe, mal kurz danach ein Familientreffen gehabt. Ich war gerade in den ersten 10 Tagen und ich war so stinkig, dass ich mit fast allen, meiner Mutter, meinem Stiefpapa und meinem Bruder in Clinch kam, dass wir uns gestritten haben, bis ich dann gar nichts mehr sagte. Ich habe gemerkt, jedes weitere Wort würde hier. Weil es war so, wir waren in der schönen Restaurant, alle aßen ihre Pommes und ihr Zeug mit Süß und ich musste natürlich auf meinen Zucker verzichten und hatte so einen Salat da mit einem, na gut, Fisch immerhin, aber ich war auf Entzug, auf Zuckerentzug. Ich war eh schon auf 180. Mein Bruder hat ein paar blöde Bemerkungen gemacht, da bin ich Oh mein Gott. ausgerastet. Also das habe ich als schlimm empfunden. Das empfand ich schlimmer, da habe ich gemerkt, wie stark, weil ich habe doch ein bisschen mehr Zucker gegessen, wie du vielleicht doch mal süße Stückchen so und mal so Quarkbällchen, mal so eine weiße Brezel, aber die hat man gar nicht gut getan, aber habe ich ja trotzdem gegessen. Ja. Meistens war es doch schon, aber trotzdem, ich war doch mehr in Zucker jeden Tag in meinem Schwarztee 2 Löffel Zucker drin. Das war auch nicht gerade wenig, gell? Und Honig auf dem Boden und so. Also, und das habe ich alles weggelassen, auch der Honig. Und es ist mir so schwer gefallen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, was ich für Kopfschmerzen hatte und wie schlecht gelaunt ich gewesen bin, diese ungefähr 3 Wochen bei mir. Und dann war es auf einmal weg. Ja, genau. Ja, das ist erstaunlich. Das Ja. ist also heftig. Ich finde es heftig. Also Zucker scheint auch so etwas wie eine Art Droge zu sein. Zucker wirkt aufs Gehirn genauso wie Kokain. Triggert die gleichen Suchtzentren wie Kokain.
Ich fühlte mich wie auch, also wo ich die Drogen genommen habe, aber wie auf Entzug. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe erst gedacht, nach diesem Familientreffen, als mein Bruder meinte, bist du eigentlich noch, bist du so komisch, was ist mit dir los? Sagte ich, was habe ich denn? Ja, stimmt, ich nehme seit ungefähr 2 Wochen keinen Zucker mehr und das muss es sein. Ich kam gar nicht gleich drauf. Genau. Also zog sie, habe ich das Härteste schon im August hinter mir gehabt. Und dann fiel mir diese Umstellung auf diese Low Carb, ich fange mit Low Carb mal an. Ich fange langsam. Sag mal, ja, ich bin ein Mensch, ich bin Stier, ich kann so schnelle Veränderungen gar nicht gut abhaben. Ich brauche es langsam. Also machen wir schon mal Low Carb. Dann essen wir halt doch mal weniger Brot oder wenn, dann jetzt ein Brot, was ganz wenig Kohlenhydrate enthält. Und ich habe regelmäßig meinen Blutzucker gemessen, weil ich es wissen wollte. Und tatsächlich, sobald ich ein normales Sauerteigbrot gegessen habe vom Bioladen, mein Blutzucker war um die 200. Das ist ja viel zu viel. Eine Stunde nach dem Essen, gell? Und nach 2 Stunden war es immer noch bei 160. Ist auch noch zu viel. So. Habe ich das Low Carb Brot gegessen, war ich bloß noch bei 160. Ist auch noch viel, aber okay. Also ich habe mich aber rangetastet an dieses neue, für mich völlig ungewöhnliche Feld, nämlich wenig Kohlenhydrat, keine Kartoffeln, nur noch Gemüse, wenig Obst und wenn nur noch die Beeren. Die gab es im Winter jetzt nicht so gut, das habe ich kaum was gegessen. Mal eine Mandarine oder mal eine Grapefruit, aber ganz wenig. Also mein Hauptaugenmerk war auf viel Gemüse gerichtet, grünes Gemüse, Genau. bisschen alle Art von Kohlsorten. Leider brauche ich kein Brokkoli, das ist nicht so gut für mich, kriege ich Magenschmerzen, aber alle anderen Kohle vertrage ich gut, auch den Lauch. Und dann habe ich auch angefangen, tatsächlich mehr Fisch zu essen, eher schon mal. Ging dann bis zum Dezember, bis Weihnachten kam, war eine harte Zeit für mich. Kein Weihnachtsbrötchen, kein Keks, nichts, kein Zucker. Ich war eingeladen. Na, müsst ihr doch ein bisschen da ein bisschen Eis? Sag ich, nee, dunkle Schokolade, 100% muss es tun, Geld für mich. Oh, das war schon noch hart, muss ich echt sagen. Wie Das war ist eine echt harte Nummer. ja, bei dir die Umstellung? Auch so hart? Nein, eigentlich nicht, weil ich das ja schon ziemlich gewöhnt war. Na, ich habe schon so viele Jahre rumexperimentiert und ich habe eigentlich seit 2002 ganz, ganz wenig Zucker gegessen. Ich habe 2002 habe ich festgestellt, ich hatte ganz viel Candida im Darm und dachte, oh, das ist die Lösung für mein Problem. Ich muss den Candida besiegen, dann bin ich meine Probleme los. So. Und da habe ich halt natürlich gar keinen Zucker gegessen. Ich habe aber weiterhin Vollkorn gegessen und Kartoffeln, und, ne, was man dann halt so isst, was man denkt, was gesund ist. Und das hat überhaupt nichts genützt. Ich habe den Zucker weggelassen und ja, irgendwie hat der Candida sich wohl reduziert, aber ich denke, der ist auch wiedergekommen. Ganz einfach, weil ich weiter Gluten gegessen habe und meine Darmflora einfach geschrottet habe, auf gut Deutsch gesagt, ne? Aber ich war einfach das schon gewöhnt, wenig Zucker zu essen und von daher dann einfach auch die restlichen Kohlenhydrate zu reduzieren, das hat mich jetzt nicht so rappelig gemacht oder so aggressiv. Oder ich war auch früher halt schon nicht so süßorientiert, ne, wenn ich früher mal Kekse gebacken habe oder so. Schwiegervater kam an und hat dann gesagt, könnte ein bisschen süßer sein, ne? Also von daher, ja, war das nicht ganz so drastisch. Aber ich muss sagen, die Umstellung auf mein erster Versuch, wirklich Keto zu essen, der ist kläglich gescheitert vor ganz vielen Jahren. Einfach weil ich immer noch total im Zuckerverbrennungsbereich war, im Kohlenhydratverbrennungsbereich. Und ich habe einfach nicht genug Fett gegessen. Ja, ich habe das nicht geschnallt, dass ich wirklich die Kohlenhydrate durch Fett ersetzen muss. Ich habe dann Salat gegessen und Eiweiß und habe immer Hunger gehabt. Ich hätte immer Oh, weiter essen können. ja, ich habe das auch gemacht. Können wir uns die Hand reichen? Dann habe ich ein paar mir Videos anguckt im Internet. Zum Beispiel, wie heißt nochmal Florence's Keto World? Da habe ich sehr Genau, viel Florence. genau, da habe ich Florence sehr viel Keto dann World. gelernt. Genau, weil ich habe es genauso gemacht. Weil in unseren Köpfen ist ja eingebrannt, wenn man eh schon voluminöser, ich bin also sehr zugenommen in den Wechseln, haben wir ja bei einem Höchstgewicht von 76 Kilo, bei 1,60 viel zu dick, bin ich bei 60 Kilo wieder, immerhin, habe ich geschafft, gell, also, Wobei das meiste Gewicht ist es noch runtergegangen, nachdem ich jetzt wirklich diese Low Carb und Keto Ernährung, also angesetzt habe, aber ich habe auch tatsächlich, weil ich dachte, nee, Fett macht Fett, auf keinen Fall Fett, auf keinen Fall. Die Butter war immer so ganz glatt gestrichen, aber da war doch kaum Butter auf dem Brot. Aber ein bisschen mache ich die ganz gut auf, gell? So, schmeckt ja lecker. Aber immer alles, der milde Butter wochenlang, inzwischen hält es nicht immer wochenlang, weil es ja zum Essen
mache, nutzen auch so aufs Brot und so, wenn ich eins esse. Oder meine frisch gebackenen Brötchen, die Low Carb, richtig lecker. Also ich habe sehr viel falsche Ernährungsdogmen im Kopf gehabt von, ja, Fett macht Fett und ich will ja abnehmen oder viel Bewegung muss ich auch noch machen und so weiter. Also es war so ein Drama und da bin ich so dankbar, dass wir beide dann noch intensiver in Kontakt kamen, vor allem dieses Jahr, weil du hast dann gesagt, ja, mach so, mach dies, hat mir Rezepte rübergeschickt. Es war so unterstützend, also ich fand das so richtig, also ich fand es grandios, weil man Ja. hängt allein einfach blöd da. Man hat da keine Ahnung, man versucht irgendwie und dann hat man so komische Phänomene, dauernd Hunger und fühlt sich nicht. Und vor kurzem habe ich da, glaube ich, erzählt, weißt du noch, ich habe den ganzen Tag keinen Hunger gehabt. Da war ich, wenn ich jetzt Genau. keinen Hunger mehr habe, ich habe gesagt, Mann, ich glaube, immer stimmt mir nicht, ich hab gerade gegessen, vor 5 Stunden, vor 6 immer noch keinen Hunger. Ist das normal? Ich meine, ja. Ich dachte, gibt es das? Das habe ich erst vor kurzem erlebt, gell? Also mein Körper stellt sich Genau. um in immer weniger erforderlich, so viel zu essen. Und ich kann wirklich lange Pausen halten. Konnte ich früher nie. 3 Stunden Ja, mal. ganz genau. Und das ist ja das, wofür wir von der Evolution ja eigentlich auch gebaut sind. Ne? Stell dir vor, du bist ein Jäger und Sammler und hast nicht einen Kühlschrank, der gefüllt ist, wo du jederzeit dir irgendeinen Snack holen kannst. Und du unterzuckerst dann und sollst ja erstmal noch irgendwo irgendwas sammeln oder jagen. Du bist ja vollkommen aufgeschmissen, das geht nicht. Bist du fertig? Nee, bist du wirklich fertig? Also wenn ich in den Heißhungerattacken, was jetzt sammeln müssen, du, ich glaube, da wäre die Welt untergegangen. Genau. Das geht gar nicht. Hast du recht, ja. Ja, echt. Also wir haben so gut, also du hast mich so unterstützen können, weil du hast ja auch die Ausbildung noch mehr wie ich gehabt, gell? Du warst ja auch viel mehr drin und du hast eh schon lange Ja, gelebt. klar. Von daher gesehen, ideal. Also wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Marion. Ich schicke mal den Link und, nein, und die Adresse am besten, gell, oder im Infotext, ich schicke alles rein. Da könnt ihr bei ihr auch mal euch melden, wenn ihr da irgendwie was Fragen habt. Also da ist sie besser drin wie ich. Ja, also mit der Gesundheit, dass sie es verbessert. Genau, und da wollte ich jetzt noch drauf kommen, um das Ganze abzuholen. Ich habe das gemacht und habe jetzt im Februar tatsächlich den nächsten Check gehabt, Ende Februar. Ich dachte, naja, ein bisschen wird schon was gegangen sein, gell? Ich war ja fleißig. Ab November war ich sehr streng. Früher war es so ein bisschen, naja, ab November war ich sehr streng, auch mit dem wirklich gucken, dass ich das Kartoffelzeug weglasse, dass ich das Brot so weit wie geht reduziert habe. Und dass ich mehr den Eiweißbereich kam. Eier, Pilze habe ich gegessen, viel mehr Pilze, viel mehr Eier und so weiter. Und da kam der Bluttest. Ich dachte, naja, da war ich sehr nervös. Zum allerersten Mal seit langer Zeit war ich richtig nervös beim Arzt. Der guckt sich an und sagt, wow, wow. Ich sage, ja, was, wow? Ja, wow, was ist denn da los? Ja, Ihr Hämoglobin, also Ihr nicht Hämoglobin, HbA1-Wert ist es bei 5,4 im Normalbereich in einem halben Jahr. Das ist ja perfekt. Ich sage, ja, wow. Und ach, und der Cholesterin ist bei 220 noch. Ich habe das, zeigen Sie mal her, das kann doch nicht sein. Also, ich habe Fett gegessen. Und mein Cholesterin ist gesunken. Also ich war, als ich aus dem Arztzimmer raus bin, war ich sowas von, pff, wie geht das? Das war für mich Ja. unverständlich, weil es entspricht nicht dem, was wir ständig hören, dass Fett das Cholesterin hochtreibt. Es sind die Kohlenhydrate gewesen bei mir und mein Blutzucker immer guter Status. Ja, also ich bin da rausgeschwebt und habe gewusst, das ist es. Mir war klar, ich habe jahrelang wohl nicht richtig gelebt, also entgegen meiner wahren Natur. Obwohl ich es eigentlich anders haben wollte. Ich wollte besonders gut leben, gell? Ja, wir sind ja auch darauf geprägt, ne? Ich meine, wir beide sind ja irgendwie so Kinder der 80er Jahre, diese ganze Vollwertkostbewegung. Das haben wir ja eigentlich in unserer Jugend voll mitgemacht, voll mitgekriegt. Und ja, das ist auch schwer, das loszulassen. Also ich habe auch gemerkt, irgendwie ist mir das total schwer gefallen, so diese 80er Jahre Idee von, ah, gutes Vollkornbrot und so, das alles loszulassen, das ist verdammt schwer. Es schmeckt ja auch Also so gut. ja, das ist noch, kommt erschwerend hinzu. Wobei meine Keto oder Brüche oder Low Carb, die schmecken auch selber sehr lecker. Ich muss sagen, die sind natürlich, klar muss ich jetzt viel selber machen. Die ist ein bisschen aufwendiger. Ich kann immer einfach nur hin zum Bäcker und sage, ach, nehmen wir mal so ein Butterbrezel oder irgendwas anderes. Geht halt nicht mehr. Und es ist mir schwer gefallen am Anfang. Als am Anfang vorbeilief bei den Theken, dachte ich, ah, das könnte ich jetzt doch auch wieder essen. Aber jetzt kann ich vorbeigehen und es macht gar nichts. Aber der Anfang war schwer. Da habe ich immer gedacht, ah, so ein Quarkbällchen, eins vielleicht, Helga.
Ja, das ist so. Und dieser Brotduft ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt genau, aber dieser Brotduft ist wahnsinnig verführerisch. Also ich hatte das auch lange noch, dass wenn ich an der Bäckerei vorbeigekommen bin, ich gedacht habe, boah, eigentlich würdest du gerne mal ein Brot essen wieder. Aber dann irgendwann ist das komplett weggegangen. Also nachdem ich wirklich diesen Keto-Reset gemacht hatte, war das einfach komplett weg. Ist mir komplett am Hinterreifen vorbeigegangen. Geht mir jetzt so, Marion. Ja. Jetzt bin ich vor kurzem beim Bäcker vorbei, wie immer abends. Da waren noch so ein paar Reste, auch für eine Quarkbällchen, die ich ja sehr gern gegessen habe, die in einem fettgebackenen Ding da, gell? Ungesundes Fett natürlich. Ich habe mir abends aber ungesunde Sachen gegönnt, weil einfach dachte, nein, man nur gesund essen ist auch so langweilig. Und als Stier isst man auch mal gern Fett und so, gell? Mein Stiergeschmack ist halt auch nicht so einfach. Da muss man aufpassen beim Essen. Ja, auf jeden Fall, ich laufe da vorbei und denke, schmeckt gar nicht, es riecht gar nicht gut. Also es hat mich namens, da war gar nicht, es roch wahrscheinlich genau gleich wie sonst auch beim Ja. aber ich habe da null Verlangen drauf, das zu essen. Also ich bin jetzt aus dem eventuellen Rückfall, der noch hätte kommen können, aber vor einem Vierteljahr noch bin ich ja nie raus jetzt. Das ist, Gott, auf die Idee komme ich gar nicht, dass ich da was kaufen würde. Und das ist nicht Genau. dabei, gell? Dass man aus diesem Heißhunger und Lust auf dieses ungesunde Zeug rauskommt, wenn man sich so ernährt, wie der Körper es am besten verwerten kann. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn du wirklich den Körper wieder sozusagen auf seine Werkseinstellung zurücksetzt, ne, das ist ja im Prinzip unsere Werkseinstellung, wenn man das jetzt so nennen will. Perfekt, klingt gut. Werkseinstellung, ja. Ja, Ja. genau. Und wir durchdenken das alles eigentlich viel zu viel, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Das ist, irgendwie hat es teilweise schon so was Ideologisches angenommen, ne? Auch mit dieser Vollwerternährung. Man hatte diese Ideologie, an der man irgendwie festhalten wollte, wie an irgendeiner religiösen Erleuchtung. Und das ist also, ich fand das schon wirklich schwierig. Und ich musste echt gratulieren, dass du das als Stier geschafft hast. Oh, danke Für viele, die schön, es ja. nicht so schaffen wie du. Also ich bin auch sehr stolz auf mich, gebe ich es wirklich Ja. zu, weil es kein leichter Schritt. Aber was mich halt immer dran gehalten hat, auch sehr streng zu bleiben, war dieser Gedanke, meine Mutter hat mit 40 Diabetes bekommen, hat ihre Tabletten genommen, die mir angedroht waren in Kürze. Ja. Metformin oder wie das Zeug da heißt. Das nimmt sie seit Jahren schon, aber sie hat einen Schlaganfall bekommen. Ja. Sie ist eine Problematik, die hat ihr Gewicht nie reduzieren können, ist immer noch übergewichtig. Und genau das alles, dieses Bild hatte ich vor Augen und es war so ein Motivator, da Ja. nicht hinzukommen. Und dieser Abhängigkeit, das ist nach dem Schlaganfall nicht mehr so, kann immer so gut gehen und muss bedient werden und kann immer wirklich, ah, ist so unselbstständig. Nee, da habe ich so gesagt, auf keinen Fall. Und da war Genau. auch so streng zu mir. Das war so mein, das war gut, dass ich das habe, das Beispiel, gell? Ja, Das absolut. reicht bitte. Ja. Und Wenn man genau weiß, was man auf keinen Fall will, das ist echt motivierend. der Arzt sagte mir auch, ich war bei einem Diabetologen dann sogar gewesen, da Sicherheit, dass man auch mal darüber kommt, hat gemeint, ja, man muss sagen, Sie haben die Diabetes-Neigung auf alle Fälle. Sie werden es werden, wenn Sie nicht aufpassen. Ja, war auch Chirurg, ich habe gesagt, ich habe also 20 Jahre gewohnt an meiner Mutter, weil ich habe ja immer schon auf Ernährung geachtet, sie ja weniger. Also Ja. aufgrund von der Ernährung, dass ich halt doch viel Gemüse immer gegessen habe, es war ja einfach, dann auch mich bewegt habe, sicherlich einiges richtig gemacht, aber letztlich hätte ich es nicht verhindern können, dass ich mit dieser Ernährung in den Diabetes gerutscht wäre, weil ja die Anzeige war ja da. Ja, und das ist schon wirklich irgendwie tragisch, weil man denkt, man macht alles richtig, ne? Das ist schon irgendwie irgendwo gemein, dass die Leute. Ich habe irgendwann auch mit einer Ernährungsberaterin mal gesprochen, die meinte, ja, das ist schrecklich eigentlich. Wir machen hier 30 Jahre Ernährungsberatung und was ist dabei rausgekommen? Lauter Typ-2-Diabetiker letztendlich. Echt Ne? schlimm. Und das passiert den Leuten ja nicht, weil sie doof sind, sondern einfach, weil wir falsch geprägt worden sind. Hast du recht, ja. Ja, wir könnten noch stundenlang reden, ich weiß, gell? Aber wir haben ja so viele andere Möglichkeiten, weil ich will es Genau. nicht so immer in die Länge ziehen. Willst du noch etwas Abschließendes, Wunderbares sagen zu unserem heutigen wunderbaren Gespräch? Fällt dir noch was ein? Vielleicht noch einen Abschluss zum Thema, was du jetzt gerade auch als Stichwort gegeben hast mit dem Gewicht, mit der Gewichtsabnahme, dass du überhaupt nicht abnehmen konntest. Insulin verhindert, dass man Gewicht abnimmt, weil Insulin ja nicht nur den Zucker in die Zellen transportiert, sondern auch verhindert, dass man das Fett aus den Zellen rausholt. Das heißt, du kannst Sport treiben, bis du blau anläufst. Solange du zu viel Insulin im Blut hast, passiert da nichts.
Habe ich ja gemerkt. Ich habe ja sehr viel Sport getrieben, auch extra Radtraining abends noch, jeden Tag gelaufen. Teilweise habe ich mich im Winter weniger als bewegt, weil es auch so useliges Wetter war und habe Ja. trotzdem abgenommen. Noch einmal von letztes Jahr im September bis jetzt habe ich noch einmal 6,5 bis 7 Kilo weg. Ja. Das ist viel. Und zwar ohne hungern. Einfach so. Genau, das Und ohne ist ja auch viel. der Weg. Hungern ist eine blöde Idee. Ganz genau. Ja, wir haben noch viele Talks vor uns und die Aussicht, die wir haben, wir wollen uns nämlich auch an die Thema Frauenthemen ranwagen, gell? Wechseljahr, Genau. Frauen in den Wechseljahren so anders werden, auch so ungemütlich, nicht mehr so geschmeidig, so, nicht mehr so, ach, so viel, nicht mehr so ganz so schmusig, gell, so für den Mann oder so, wie auch immer, oder ja, Berufungsthemen. Also wir werden noch richtig viele wunderschöne Gespräche führen. Und für heute sage ich erst einmal vielen Dank, dass du so tolle Tipps auch gegeben hast und so viel Wissen auch vermittelst und so vor allem so authentisch. Ich kenne dich ja, du bist total du selbst. Ja, ich bin immer ich selbst. Ich kann nicht anders. Ich Ist so stehe hier schön. und kann nicht anders. Ja, sehe ich auch immer so in dir. Perfekt. Also, wir verabschieden uns hier schon mal hier für heute. Ja, ich danke dir auch. Und wir hören uns, sehen uns, nehmen wir sehen uns und hören uns. Hören und Genau. bitten und so weiter. Also bis auf ein nächstes Mal, ihr Lieben. Und dann werden wir uns, glaube ich, zum Thema Frauen mal unterhalten, gell? Frauenthemen. Genau. Okay. Da gibt es auch viel zu sagen, gerade Wechseljahre und Veränderungen und so Ja, weiter. richtig viel. Ja. Endlose Themen. Endlose Themen. Also, ihr Lieben da draußen, hattet ihr viel Spaß? Wenn ja, dann folgt mir auf meinem Kanal. Und hast du auch einen YouTube-Kanal, Ich Marion? bin gerade dabei, einen aufzubauen. Ich kann Ja. leider noch keinen anbieten. Der Gut. Kanal existiert, aber noch keine Videos. Wenn du einen Anbieter kannst, biete ihn dann an. Machen wir den Link da unten rein in diese Infoboxen, da immer diesen Text. Perfekt. Genau. Und nun sage ich Tschüss, gute Zeit, habt eine gute Zeit und fangt an, euer Leben mal ein bisschen zu überdenken, ob man da was ändern kann. Man kann immer was ändern. Gell? Das kann immer nur besser werden. Sehe ich auch so. Alles Liebe und Tschüss. Ausschalten noch nicht. Was machst du?